Hast du es genossen? Schön. Ja. Ja, für mich, ich genieße es auch. Und viele andere auch. Sonntagmorgen bei der Gelegenheit haben wir hier stilles Sitzen von vor dem Satsang von 9:45 bis 10:30. Da sind wir dann ganz still. Hast arg viel Stress. Halt jetzt auf der Arbeit immer viele Leute hinter mir, die lärmen und reden, und das macht mich kirre. Und du kannst auch nicht. Verstehe ich. Na, da stehe ich dann da und denke, wie geht das jetzt, liebevoll zu sein, aber ich könnte sie einfach nur alle treten, weißt du, da komme ich irgendwie echt an meine Grenzen. Als erstes muss man immer liebevoll zu sich sein. Also zu seiner Begrenztheit auch und Wundheit dann. Ich hoffe, du findest ein bisschen Stille hier auch. Aber ich mag einfach die Kinder auch so gern. Und die rennen halt rein und raus. Und Köln ist der Platz, wo die meisten Kinder in Satsang kommen. Es gibt Städte, da kommen gar keine. München ist so mittel. In Köln sind am meisten Kinder und ich schätze das sehr. Und es gibt eine Reihe Kinder. Ich mache nichts Spezielles mit ihnen. Aber eine Reihe Kinder sehe ich über die Jahre so richtig blühen auch. Kinder blühen sowieso, aber nochmal auf eine spezielle Art. Und da sind auch schon kleine Meditierer dabei. Und mir ist es, ich versuche auch da irgendwie dann eine Balance zu finden, dass die Kinder sich wohlfühlen und wir auch. Ist natürlich nicht immer einfach. Aber die Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir das Meditieren nicht mehr lernen, ist nicht so viel verloren, als wenn es die Kinder nicht lernen. So. Das war jetzt knallhart. Der Dalai Lama hat, irgendjemand hat ihn gefragt, vor nicht allzu langer Zeit, ob es nicht sinnvoll wäre, Politikern Meditieren beizubringen. Dann hat er gesagt, das ist viel zu spät. Bringt nichts mehr. Man soll mit den Kindern anfangen. Oder bringt nicht mehr viel. Die sind schon so auf der Schiene. Das teile ich jetzt auch nicht ganz die Meinung, aber die Kinder sind wichtig. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir, und irgendwie bin ich auch stolz auf diese Kinder. Sind ja eure, sind ja nicht meine. Aber irgendwie sind sie auch unsere. Also unser aller. Irgendwie. Ja, jetzt können sie auch wieder reinkommen. Wir sind fertig. Ha? Ja.
noch Wünsche? Eigentlich nur eine Ergänzung dazu. Ich sehe das gar nicht so bei den Kindern. Ich habe eine ganz große Bitte, dass man vielleicht dieses Schild mehr respektiert, weil ich glaube, das macht was. Ob wir jenseits dieser aufgestellten das Wände, stimmt. Und das wissen vielleicht einige auch noch nicht hier, Ruhe bewahren, also natürlich die Musiker und so, aber mir ist heute aufgefallen, dass mehr als Zwitschern hier im Raum war und ich glaube schon, dass das dann auch ein anderer Anfang ist und wenn man dann so abgespannt reinkommt, ja. Ist das sehr anstrengend, also... Mich hat es jetzt nicht gestört, aber es ist mir aufgefallen und es wäre schön, wenn dann jenseits der Stellwände vielleicht ein bisschen weniger gesprochen würde. Von den Erwachsenen meine ich jetzt vor allem. Nee, wir machen die Sache noch einfacher und klarer. Innerhalb dieser blauen Stellwände wird außer was organisatorisch für die Musiker nötig ist natürlich und außer die Kinder überhaupt nicht gesprochen und was halt jetzt hier zwischen uns ist. Aber das ist mir auch wichtig, dass vor dem Satsang und nach dem Satsang wollen viele schon sitzen und meditieren oder einfach ankommen und still sein. Und das ist ein hohes Gut und ein hoher Wert und etwas, was wir nicht so oft vorfinden. Während wir Orte zum Plaudern sehr viele finden. Also seid bitte innerhalb dieser blauen Stellwände still und da ist ja noch genug Raum außerhalb der blauen Wände für miteinander reden. Gerade hier in Köln haben wir es richtig großzügig mit all den Foyers und so weiter und am Tisch und so. Kein Problem. Bloß hier machen wir heilige Zone. Ich habe einen Wunsch. Ich würde gern wissen, wie ich es schaffe, dass ich irgendwas in meinem Gedanken umpolen kann. Negativität ist irgendwie immer so wie so ein Kaugummi. Das zieht an und je mehr ich es nicht will, je mehr ist es da. Und ich würde gerne Positivität als Kaugummi haben. Finde ich super. Wir brauchen ein Beispiel. Oder ich brauche ein Beispiel. Kann harmlos sein, irgendwas. Kleines. Mir geht irgendwas auf die Nerven. Mir geht Lärm auf die Nerven. Oder mir geht ein spielendes Kind auf die Nerven. Oder irgend so. Lieber hätte ich... Wenn mich das nicht so anziehen würde, lieber hätte ich, wenn mich mehr Positivität anziehen würde. Und was wäre das Positive? Lebensfreude. Mir fällt jetzt irgendwie da kein, also. Dann würde ich vorschlagen, als ersten Schritt, mal einen Versuch. Das, was du jetzt genervt nennst, also das Wort genervt ist ja schon ein negatives, womit du dich als negativ betitelst. Genervt sein ist ja nicht sehr spirituell. Also das tut man nicht. Richtig? Also ist man schon auf der falschen Seite. Wie könntest du dieselbe Funktion in dir, sagen wir mal, anders beschreiben? Was ist das in dir? Das ist eine Unruhe in. Das ist in dem Moment eine Unruhe in mir, wo ich werte.
werten tut man auch nicht, spirituell unkorrekt. Dann weiß ich nicht so genau, was du meinst. Ich meine damit, ich gehe davon aus, dass das, was du als Genervtsein beschreibst, irgendeine Funktion hat für dich. Und was könnte es sein? Vielleicht mich abzutrennen. Tut man nicht. Ich meine wirklich was Positives für dich. Also ich weiß nicht, was da positiv dran sein soll. Ich meine, das Gefühl, was in dem Moment da ist, ist ein intensives Gefühl. Ich kann mich echauffieren innerlich, ich kann mich aufregen innerlich, ich kann irgendwie, da kann ich eine Menge drin lassen. Spirituell korrekt, ja. Ich nehme mein viel einfacher, auch bei ihr, also du warst ja auch genervt. Was hat das für eine positive Funktion für dich? Gib ihr nochmal ein Mikro, vielleicht kannst ihr helfen. Ich will nicht helfen gerade. Es setzt eine Menge Energie frei. Richtig. Setzt eine Menge Energie frei. Was noch? Jetzt sind wir genau an dem Punkt. Ja, ich suche jetzt gerade den Pfad mit dir. Genau dahin, was ich gesagt habe am Anfang, zu der richtigen Sichtweise zu kommen oder zu der Buddha-Sicht. Wir schauen jetzt das, was du als Genervtheit bezeichnest und angezogen sein vom Negativen. Wir versuchen darauf zu gucken aus der Buddha-Sicht, wo wir aber noch nicht ganz sind. Ich suche gerade den Pfad dahin. Und letztlich ist das dann natürlich auch die Beantwortung deiner Frage, wie kann ich umpolen? Wie komme ich in die gesunde Sichtweise? Deshalb machen wir jetzt das so. Also ich kenne das natürlich auch ganz gut mit 4 Kindern, ne? Dieses Genervtsein. Und manchmal ist es auch einfach nur dieses Signal, ich brauche jetzt eine Pause und ich brauche meinen Schutzraum. Ah. Das ist ja auch was ich mir zugestehen muss. Ist was ich dann auch darf. Ich darf dann auch, wenn Tovabo ist, dann einfach rausgehen. Manchmal geht es nicht. Also es gibt so Situationen wie jetzt hier, dann sitzt du hier, dann hast du die Möglichkeit, den Raum zu verlassen oder es zu akzeptieren. Aber oft ist es auch einfach so, dass man dann wirklich sagt, ich brauche jetzt meine Ruhe und es ist ganz wichtig, mich da rauszuziehen und meinen Schutzraum zu ziehen. Und so wie ich dich kenne, ist es wahrscheinlich eher das, immer mit dem Außen in Resonanz zu sein und trotzdem dazu, sich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich setze hier eine Grenze und bin mal ein Stück für mich. Vielleicht ist das auch einfach das Bedürfnis, das dahinter steckt. Wie geht's denn damit? Ja, ich kenne das gut. Also ist ja, lass erst mal sickern. Ich übe mich in der letzten Zeit eher damit, nicht schnell zu reagieren oder nicht schnell so nach außen zu kommen. Das hat aber zur Folge, dass ich mehr und mehr merke, dass ich in mir drin mehr und mehr, dass sich da Negativität sammelt.
Und ich dann, und manchmal finde ich das irgendwie, manchmal finde ich das einfach unerträglich. Ich gehe damit nicht, ich komme da nicht mit nach außen oder. Also wie ist es zum Beispiel, mir kommt gerade das Bild von einem Sonnenbrand. Man kriegt einen Sonnenbrand, wenn man zu viel Sonne abgekriegt hat. Das ist auch eine Art Genervtheit. Die Haut ist genervt von der Sonne. Was macht man dann? Dann geht man in den Schatten. Richtig. Und sagst du dann, die böse Haut, warum, was bildet sich die ein, sich einfach so zu entzünden? Weißt du? Und überhaupt, wie die behauptet, da was schützen zu müssen und abtrennen zu müssen, und das ist unkorrekt. Und aber so ist unser Geist auch, und manchmal sind wir müde, manchmal sind wir überarbeitet, manchmal sind wir gut ausgeruht. In manchen Leben haben wir 4 Kinder, in manchen Leben weniger. Ja, was wird jetzt das? Jetzt warm. Ah, oh, siehst du? Dann zieht man einfach die Hosen aus. Wenn du genervt, wenn das Wort genervt bedeutet für mich, deine Nerven liegen blank auf irgendeiner Art. Zu viel Lärm, zu viel Licht, zu viel Eindrücke, zu viel irgendwas. Dann wäre mein Eindruck erstmal, die Stimme, die da spricht, ist die Stimme, die dein Funktionieren schützen will. Und dein Wohlsein schützen will. Also nichts Schlimmes, ist irgendjemand der in dir, der für dich sorgen möchte. Das heißt noch nicht, dass dieser Aspekt deines Wesens alles richtig macht, ja? Ganz bestimmt nicht. Aber erstmal Respekt. Ja, da ist was in dir, das dich schützen möchte. So. Und erst wenn der Respekt da ist, kannst du dich unterhalten sozusagen mit dir selber, ob die Mittel optimal sind, wie du das machst. Ob der Zeitpunkt der richtige ist, ob das Maß und Ausmaß das richtige ist und so weiter. Ob die Maßnahmen, die du dann ergreifst, die richtigen sind. Und so weiter und so weiter. Aber nur auf der Basis des Respekts erstmal davor. Und wenn der Respekt da ist, ja, dann sind wir einen Schritt näher an der Sicht aus dem Wesentlichen auf uns selber. Und sind schon automatisch mehr in dem, was du das Positive nennst. Verstehst du? Ja, da ist irgendwas, was da ganz hinten irgendwas angeklickt hat. Ich will das erstmal. Das mal sickern. Ja. Dann schauen wir weiter. Prinzipiell seid ihr alle ganz wunderbare Menschen, die es jetzt bereits eine etliche Reihe von Jahren geschafft haben, zu überleben. Ja? Zwischen, wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du? Ungefähr. Gibt keine Auskunft, die Dame. 4. Also zwischen 4 Jahren, gerade nicht da, und wer ist der Älteste? 4 Jahre kann ich schon mit 5 hin. 5 bist du jetzt schon? Mit 5 Fingern häkeln. Häkeln mit 5 Fingern. Wow.
Ja, da haben wir es. Würde ich mal sagen, kommen in Frage. Was, wer noch? Ach, richtig. Ihr sieht man es nicht an. Wie darf man es sagen? 77. Wer bietet mehr? Wie alt? Wie bitte? Du wirst 77. Gleich. 75. Oh, wie alt ist der? 73. Bittet jemand mehr? Nicht. Gut, jedenfalls irgendwo zwischen 4 und 77 seid ihr. So lange habt ihr schon euch gut über Wasser gehalten. Jeder von euch. Halbwegs seelisch gesund, halbwegs geistig gesund. Ihr ernährt euch, ihr sorgt für euch, ihr sorgt für eure Kinder oder ihr habt schon für eure Kinder gesorgt. Ihr habt jetzt Enkel teilweise, ihr habt einen Beruf, ihr habt viel gelernt, ihr habt viel studiert, ihr habt viel meditiert, ihr habt alles Mögliche, ihr habt richtig gut gemacht. So, erstmal. Festgestellt. Ja. 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 Bin noch da. Und das müssen wir erst feststellen. Und von da aus können wir noch besser machen. Einverstanden? Da ist er. So, und ich habe heute schon früh aufgestanden, weit mich fahren lassen durch Schneesturm, bisschen Pausen gemacht, Mittag gegessen, Kindersatzang. Und jetzt Satzang, jetzt bin ich müde. Und ich gestehe es mir zu. Und deshalb schließe ich jetzt den Laden für heute, ist auch Zeit, 9:30. Womit hatte ich angefangen? Wünsche. Sonne, Mond und Sterne, Erde, Wünsche, Resonanz, Verbundenheit. Hm? Raum. Ja. Gut. Gute. Ja. Ja. Engel und Weihnachtsmann. Wie bitte? Engel und Weihnachtsmann. Engel und Weihnachtsmann. Und Nikolaus. Und Nikolaus. Ich hab schon ein Weihnachtsmann. Ja. Gute Nacht.